obwohl Volkmilie inzwischen Stammgast bei unseren Abendfeiern. Sie entrichtet sehr gerne die Grußworte der Stadt Kiel und sie hat auch Preise im Gepäck. Abgeschlossen, die man in Deutschland erhalten kann und können stolz darauf sein, dass sie diesen wichtigen Abschnitt ihres Lebens so erfolgreich gemeistert haben. Sollte sich aber in Zukunft der Erfolg aber nicht so schnell einstellen, wie sie sich das gewünscht und erhofft haben und sich die Frage nach der richtigen Richtung stellen oder sogar vielleicht die Frage nach einem Umkehren und einer anderen Orientierung, so wünsche ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie für Sie den für Sie adäquaten Weg finden und einschlagen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie alles Zurückliegende, darunter vielleicht auch mühselige Zeiten, falls es solche gab, doch in guter Erinnerung behalten und dass Sie Ihrem Einstein-Gymnasium verbunden bleiben. Isaac Newton hat einmal gesagt, was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Dass das Einstein-Gymnasium zu diesem Wissenstropfen nicht unerheblich beigetragen hat, ist selbstverständlich. Ein paar andere Tropfen in diesem Ozean, die müssen Sie sich nun selber erarbeiten. Dass hier an dieser Schule, aber schon seit vielen Jahren, seit meiner eigenen Schulzeit, außer Wissen auch Weltoffenheit und Toleranz einen hohen Stellenwert haben, das ist in meinen Augen ebenso wichtig und soll Sie befähigen, in einer vielfach vernetzten Welt zu bestehen. Der heutige Abschied ist ja auch ein Neuanfang. Und ich möchte Ihnen im Namen der Stadt für Ihre Zukunft viel Glück wünschen. Dieser Abi-Abschiedsfeier wünsche ich einen harmonischen Verlauf und Ihnen danach noch eine rauschende Abschiedsparty. Aufgaben vor mir. Ich darf zum einen den Preis der Stadt Montmorency für hervorragende Leistungen im Fach Französisch überreichen und ich darf mit dem neu gestifteten Sozialpreis der Stadt Kehl eine Tradition auf den Weg bringen. Doch zuerst zum Preis unserer Partnerstadt Montmorency. Bevor ich Ihnen den Namen des Preisträgers nenne, möchte ich Ihnen ihn erst beschreiben. Er ist, außer dass er über hervorragende Französischkenntnisse verfügt, ein begeisterter Fußballer. Er ist weltoffen und doch heimatverbunden. Er ist immer loyal und immer zuverlässig. Er hält, was er verspricht, immer ein. Natürlich ist er ein guter Schüler und auch ein auf sozialem Gebiet sehr engagierter Schüler. Er zeichnet sich aus durch sein großes Interesse an Frankreich, an dessen Geschichte und Politik. Er gilt als kritischer Geist, der klar denken und strukturieren kann. Er beleuchtet Themen von allen Seiten und geht dabei sehr in die Tiefe. Seine Lehrer und seine Freunde halten ihn für einen außerordentlich kompetenten jungen Mann, der eine große Zukunft vor sich hat. Natürlich hat dieser junge Mann auch einen Namen. Er heißt nämlich Lorenz Domhahn. Überreichen. Wir
Urkunde besteht, unterschrieben von François Deton, Oberbürgermeister aus Montmorency, der übrigens auch ein Austauschschüler mal in Kiel war vor vielen Jahren. Und, was mindestens genauso wichtig ist, ein Scheck. Der kann nicht falsch sein. Für die Schulgemeinschaft und außerhalb der Schulgemeinschaft würdigen soll. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, dass ich diesen Preis als erste Wort überreichen darf. Diesen ersten Preisträger, den Timo Schäfer, den ich jetzt auch noch zum Beispiel bei den Sommerfesten und bei SMV-Tagungen. Er hat die SMV-Anliegen vor dem Gemeinderat vertreten. Er hat in der Schulentwicklungsgruppe und in der Leitbild AG mitgearbeitet. Er hat die SMV-Satzung ausgearbeitet. Er war stark engagiert bei der Organisation und der Durchführung des Sponsor-Programms. Er war immer absolut zuverlässig, war er schon in der Grundschule. Er war nicht nur eines der Gründungsmitglieder des Vereins Caribou Open Hand, sondern hat auch immer aktiv im Verein mitgearbeitet und zum Beispiel den Flyer gestaltet. Und dazu, zu all den Dingen, die er eh schon gemacht hat, übernahm er viele Tätigkeiten, bei denen er allerdings sehr zurückhaltend im Hintergrund wirkte. Fazit: Alle schätzen ihn sehr und er hinterlässt sicher eine Lücke, in die erst wieder jemand anderes hineinwachsen muss. Und Thank you.